ein hartnäckiger Mythos, den es in Pokémon gibt. Der Meisterball in Pokémon soll bei einem normalen Pokémon verfehlen können, doch wie soll das gehen? Die Sache ist, dass der Meisterball die Fangmechanik überspringt und daher du mit ihm wirklich nie verfehlen kannst. Doch durch einige Bugs wie bei Missingno oder den Granabären-Glitch ist es möglich, dass Daten an eine Stelle ins Spiel geschrieben werden, an der sie eigentlich nicht hingehören. Dadurch, dass die Befehle des Poké, Super, Hyper und Meisterballs recht dicht an einer Stelle stehen, reicht schon eine Veränderung von einem einzigen Byte aus, um den Meisterball verfehlen zu lassen. In vielen Fällen friert die Fanganimation einfach ein, doch sollte das richtige Byte an die richtige Stelle geschrieben werden, dann kann Folgendes passieren. Das sieht, um ehrlich zu sein, mehr cursed aus, als ich dachte. Jetzt kennst du die Lösung zu diesem Mythos, also